idealism prevails. Make the world a better place. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe PSA-Mitglieder und Interessierte, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Gesprächsabend nach der Sommerpause. Wir haben dafür ein Thema gewählt, das wir vor der Sommerpause in der Form noch nicht erwartet hätten. Und zwar hat sich während des Sommers in Italien ein politischer Wechsel vollzogen, da die Regierung von Mario Draghi im Parlament gestürzt wurde, nämlich eine Regierung, die von links bis rechts bis dahin unterstützt wurde. Und dementsprechend stehen in Italien vorgezogene Parlamentswahlen am Programm. Und daraus ergibt sich eine durchaus interessante Begebenheit, nämlich dass 100 Jahre nach Benitos Mussolinis Marsch auf Rom eine Postfaschistin als neue Ministerpräsidentin fungieren könnte. Nun, es gab in Italien seit der Neugründung als Republik im Jahr 1946 ja 67 Regierungen in 76 Jahren, aber diese Umstände machen es dann, glaube ich, schon notwendig, dass wir heute einmal auch einen Blick nach Italien, in unser Nachbarland und in die größte Volkswirtschaft, in die drittgrößte Volkswirtschaft Europas werfen, um ja, uns damit zu befassen, unter welchen Voraussetzungen denn die Wählerinnen und Wähler am 25. September hier möglicherweise Denkzettel verteilen oder auch nicht, oder wie auch das Vertrauen in die Politik in Italien gestärkt werden kann, aber wie sich das Ganze natürlich auch vor allem auf die europäische Zusammenarbeit auswirken könnte. Und dazu haben wir eine ganz spannende Runde zusammengestellt, die uns von Österreich bis Italien, Rom, Palermo zugeschaltet ist. Dafür bedanke ich mich schon mal gleich vorab. Ich beginne jetzt einfach mal mit der örtlich am nächsten Befindlichen, nämlich mit Frau Doktorin Mathilde Schwabeneder, Journalistin, Romanistin, Buchautorin. Unter anderem hat sie gemeinsam herausgegeben Auf der Flucht, Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers, gemeinsam mit Karim El-Gohari, den wir auch schon im BSA begrüßen durften. Herzlich willkommen bei uns. Danke, freue mich über die Einladung. Und dann darf ich weitermachen mit unseren beiden Gästen, die uns aus Italien zugeschaltet sind. Die freie Journalistin und unter anderem Korrespondentin für die Tageszeitung Die Presse in Rom, Virginia Kirst. Herzlichen Willkommen bei uns. Schönen guten Abend. Guten Abend. Auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Und dann darf ich herzlich begrüßen den Journalisten und Politikwissenschaftler, unter anderem tätig für das Zentrum für angewandte Politikforschung, Roman Marun. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, guten Abend. Danke auch. Ja, dann darf ich doch gleich einmal zu dem Einstieg kommen, bevor wir uns eben dann vielleicht auch der Frage widmen, wer dann eben genau ein Jahrhundert nach Benito Mussolinis Machtergreifung eben die Regierung übernehmen wird. Beschäftigen wir uns vielleicht am Anfang damit, was sind denn Ihre Einblicke? Wer dominiert denn derzeit den italienischen Wahlkampf? Wer sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Akteurinnen und Akteure? Und wie halten denn die Bürgerinnen und Bürger, wie gehen die Bürgerinnen und Bürger mal damit um, dass sie schon wieder mit Neuwahlen konfrontiert sind? Ist da vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl vorhanden, dass die traditionellen Parteien versagt haben und dass man dann neuen Kräften das Vertrauen schenkt, so wie es die Umfragen zeigen? Wer möchte denn gerne beginnen? Frau Kirst, bitte fangen Sie an. Ja, also ich kann gerne beginnen. Das ist ja mein täglich Brot, das hier zu begleiten. Also Sie haben gefragt, wer die aktuell am meistversprechendsten Parteien sind. Das ist eindeutig das Rechtsbündnis, das angeführt wird von Giorgia Meloni mit ihrer, wie Sie das ganz richtig gesagt haben, postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens. Sie ist ein Bündnis eingegangen mit der rechten Lega-Partei von Matteo Salvini, den wir ja auch schon als italienischen Innenminister kennengelernt haben vor 3-4 Jahren. Und außerdem gehört in das Bündnis noch Silvio Berlusconi mit seiner Forza Italia-Partei. Auch der spielt hier immer weiter in der Politik mit.
Und meiner Ansicht nach dominiert dieses Rechtsbündnis ganz klar den Wahlkampf derzeit. Der wichtigste Gegenspieler ist die sozialdemokratische oder linke Partito Democratico, die von Enrico Letta angeführt wird, der ebenfalls ehemaliger Ministerpräsident Italiens ist. Doch das Rechtsbündnis ist dem Linksbündnis bzw. der linken PD eindeutig überlegen, weil es eben deutlich geschlossener auftritt. Also es gibt keine großen Streitereien im Rechtsbündnis, man ist sich mehr oder weniger über Eckpunkte klar. Und das führt dazu, dass dieser Wahlkampf eben eindeutig aktuell zu deren Gunsten gesehen wird. Das zeigt sich auch in den Umfragen. Wobei es eben nicht ganz klar wird, wie letztendlich gewählt werden wird. Das hängt ja an verschiedenen Faktoren. Das Parlament, die Parlamentsgröße ist um ein Drittel verkleinert worden. Das Wahlrecht wurde gleichzeitig nicht aktualisiert. Deshalb ist wirklich völlig unklar, wie sich das Wahlverhalten, das jetzt in Umfragen projiziert wird, letztlich bei der Wahl niederschlagen wird. Ich weiß nicht, ich kann jetzt immer weiterreden. Ich weiß nicht, ob jemand anders auch mal was dazu sagen möchte. Sonst rede ich noch ein bisschen weiter. Ja, ich würde sagen, wir werden unseren beiden anderen Gästen auch noch die Gelegenheit geben, da mal die ersten Einschätzungen zu teilen. Und auf ein paar Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, wollen wir dann natürlich noch uns vertieft eingehen. Ja, Herr Marun, machen Sie doch gleich weiter, bitte. Ja, vielen Dank. Also ich sehe es einfach irgendwie, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, in der Stadt unterwegs bin, oder eben auch am Strand oder im Urlaub, dass meiner Meinung nach jetzt so im Straßenbild vom Wahlkampf gar nicht so viel wahrzunehmen ist. Aber das Straßenbild ist ja auch nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht früher mal in klassischen Wahlkämpfen war. Und dann haben wir ja auch eine extreme Premiere, dass wir einen Sommerferienwahlkampf haben. Heute in dieser Woche fängt die Schule in einigen Regionen Italiens wieder an, in Sizilien morgen. Und also das ist eigentlich irgendwie so vom Gefühl her ein wichtiger Termin. Ich weiß nicht, ob allen Italienern und Italienerinnen es wirklich so klar ist, dass am 25. September Abgeordnetenkammer und Senat neu gewählt werden. In Sizilien gibt es auch noch mal als Zugabe Regionalwahlen dafür. Ich möchte es nicht interpretieren, dass es ein großes Desinteresse gibt, aber ich glaube, die Menschen sind hier letztendlich doch, also ich würde jetzt nicht sagen überdrüssig, aber das läuft so nebenher und ist sicherlich nicht mehr auch gerade vor dem Hintergrund der italienischen Erfahrungswerte ein unglaubliches Spektakel, auch nicht wegen der Frage, dass Giorgia Meloni Spitzenkandidatin des Mitte-Rechts-Bündnisses ist, dass ein Mitte-Links-Bündnis nicht wirklich zustande gekommen ist, dass eben Giorgia Meloni auch mal als Postfaschistin bezeichnet wird. Das ist natürlich auch eine gewisse Provokation und selbst mit diesen Angriffen gegen ihre Partei oder gegen ihre Person oder mit diesen Kategorisierungen, um ein bisschen sauberer zu sein, vielleicht in der Formulierung, damit bestreitet sie auch einen Teil ihres Wahlkampfes. Und deshalb haben wir einfach wirklich diese Premiere eines Wahltermins eigentlich bevor Italien wirklich wieder so richtig anläuft, zumindest im Mittelitalien und im Süden. Normalerweise beginnt man, wie auch mit dem Goethe-Institut in Palermo zum Beispiel, eher so im Oktober mit dem Programm. Deshalb sehe ich irgendwie recht wenig Beteiligung. Insgesamt emotional. Das mag auch zusammenhängen, dass wir natürlich sehr große, aus einer Situation herauskommen, laufender Pandemien, der Krieg in der Ukraine, eben jetzt gerade eine Technikerregierung, die sogar als Regierung der nationalen Einheit oder der nationalen Rettung teilweise bezeichnet wird, hatten und auch geschäftsführend noch haben. Und diese Regierung eigentlich auch auf europäischer Ebene, internationaler Ebene, eine unglaublich große Bedeutung hat und meiner Meinung nach auch vom politischen Output, wenn ich es jetzt mal mit der deutschen Bundesregierung vergleiche, weil das für mich einfach ein sehr naheliegender Vergleich ist, eine sehr gute Bilanz hat und teilweise Entscheidungen wesentlich schneller, zügiger durchziehen kann, als das
die Ampelkoalition in Berlin schafft. Also und vor diesem ganzen Hintergrund und vor dieser Gemengelage sehe ich irgendwie letztendlich auch gar nicht so diese Polarisierung im Wahlkampf, die man normalerweise hat. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass die Parteien auch rein technisch und personell von ihren Strukturen auch selber ziemliche Probleme hatten, wesentliche Wahlthemen zu entwickeln und sich selber als Partei schon mal zu mobilisieren. Und deshalb ist es für mich eigentlich auch ziemlich spannend zu sehen, was dann am 25. September tatsächlich auch an Wahlbeteiligung herauskommen wird. Frau Schwabeneder, bitte. Ja, ich muss sagen, im Gegensatz zu meinen beiden Kollegen bin ich inzwischen ja nicht mehr in Italien. Ich verfolge das Geschehen also mehr von Österreich aus, das heißt auch wie alle anderen über die Medien, habe aber natürlich Kontakt mit Freunden, vor allen Dingen auch mit Journalisten. Und wenn ich da jetzt ein bisschen zusammenfasse, was ich da so mehr oder minder täglich höre, muss ich sagen, bin ich bei dem, was Herr Marun soeben gesagt hat. Mir wurde auch vermittelt, dass dieser Wahlkampf eigentlich nicht wirklich sehr wahrgenommen wird, auch medial gar nicht so wahrgenommen wird. Also das sehe ich auch logischerweise von außen. Und gerade in den letzten Tagen mit dem Tod der englischen Königin sah es in Italien vielleicht auch ein bisschen so aus. War man vielleicht sogar ganz dankbar, auch ein anderes Thema zu haben. Also ich denke, die Karten werden jetzt noch einmal neu gemischt von Seiten der PD. Franceschini zum Beispiel heute hat ja auch gemeint, naja, die Umfragen, die da ständig lanciert wurden im August, die sind ja eigentlich nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Das ist sozusagen, das sind Sommerumfragen, also Strandumfragen. Man muss jetzt einmal schauen, wie das im September noch laufen wird. Also man setzt da noch einige Hoffnungen hinein, dass sich vielleicht das Bild etwas ändert. Für mich besonders, ich würde fast sagen, absurd ist die Tatsache, die Regierung Draghi wurde gestürzt, aber bei Umfragen, die auch jetzt wieder gemacht wurden, stellt sich immer wieder heraus, dass Mario Draghi der beliebteste Politiker nach wie vor in Italien ist. Und das ergibt natürlich irgendwie einen Widerspruch. Ne? Man jagt jemanden davon, der gleichzeitig aber beliebt ist und ganz offensichtlich, also haben ja auch die Kollegen schon angedeutet, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, der vielleicht, also noch weiß man es nicht ganz genau, weil es halt aktuell in den Wahlkampf, glaube ich, hineinspielen könnte. Das ist das Faktum, das eben bekannt gegeben wurde jetzt, dass Russland in mehreren europäischen Staaten Politiker finanziert, unterstützt hat. Also im Moment, ich habe jetzt gerade noch einmal die ANSA vorher aufgemacht, sieht es aus, es, vielleicht wissen die Kollegen mehr, als würde Italien da noch nicht aufscheinen. Aber der Verdacht, dass die Lega hier sozusagen in diesen Dokumenten auftauchen könnte, ist natürlich sehr groß. Und dann muss man schauen, was das heißt. Also in meinen Augen würde das bedeuten, dass das nochmals Giorgia Meloni in die Hände spielt. Das heißt, es verschiebt sich innerhalb des Rechtsbündnisses, aber ich kann mir nicht sehr gut vorstellen, dass es Richtung links eine große Veränderung bringt. Gut, dann gehen wir, bevor wir dann vielleicht auch noch auf die einzelnen Probleme in Italien und auch auf Änderungen, wie zum Beispiel Frau Kies das ja schon angesprochen hat, mit dem Parlament eingehen, gehen wir nur vielleicht trotzdem mal auf diese drei Bündnisse oder Gruppen in der italienischen Parteienlandschaft ein. Ich würde jetzt trotzdem gerne mit Giorgia Meloni beginnen. In der La Repubblica ist ja schon einmal gestanden, dass bereits die Ministerliste vorbereitet wird, die dann dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella vorgelegt werden soll. Also es sieht ja auch nach Umfragen sehr danach aus, als ob dieses Rechtsbündnis gewinnen wird. Vielleicht können Sie uns aber Einblicke geben, mit welcher Person wir es da zu tun haben. Man bekommt natürlich einiges mit in den Medien, aber es gibt auch da aus meiner Sicht einiges zu diskutieren. Also wenn es da Zitate gibt, wie der Faschismus muss im Kontext der Geschichte gesehen werden oder wenn bei Wahlkampfauftritten der römische Gruß zu sehen ist. Oder wenn es auf der anderen Seite wiederum heißt, in einem Statement für die Auslandspresse bei den Fratelli d'Italia keinen Platz für Rassisten, Antisemiten oder Neonazis, ergeben sich doch da einige
Widersprüche, wenn man sich auf der einen Seite gegen die Titulierung als Faschistin wehrt oder Neofaschistin, aber auf der anderen Seite programmatisch man doch in eine gewisse Richtung abzielt, um das jetzt einmal diplomatisch zu formulieren. Wie würden Sie Giorgia Meloni denn beschreiben? Macht sie die Postfaschisten regierungsfähig oder darf man doch erwarten, dass es zu solchen Auftritten kommt wie bei Vox in Marbella, wo man doch eine eindeutige Richtung erkennen darf, in welche Richtung es dann auch in Europa gehen soll. Wer möchte beginnen? Frau Schrabineder, beginnen Sie vielleicht. Also ich kann nur sagen, ich war ja 13 Jahre lang Korrespondentin, das heißt in Rom von 2007 bis 2020. Und das waren auch die Jahre, in denen Giorgia Meloni ja in die Politik, in die große Politik, nämlich die nationale Politik, gegangen ist. Und anfangs noch schon immer natürlich in den Reihen dieses Rechtsbündnisses. Sie ist insofern schon sehr bald aufgefallen, als sie auch ein bisschen anders war als die Ministerinnen in diesem sogenannten sonstigen Rechtsbündnis. Sie ist sehr tough tosta, sagen da die Italiener. Sie ist ganz bald in die Politik gegangen, also bereits mit 15 Jahren, kommt eindeutig aus einem rechtsextremen, also rechten Milieu. Die Mutter, das hat sie auch selber immer wieder erzählt, also kommt aus den Reihen des MSI, also das ist die postfaschistische Partei Italiens gewesen, also die Nachfolgepartei. Und in diesem Umfeld ist sie offensichtlich groß geworden und hat sich da auch nie wirklich herausbewegt. Also MSI gibt es nicht mehr, dann wurde es die Alleanza Nazionale, in der ist eben dann Giorgia Meloni groß geworden. Sie hat es ja zuerst auf lokaler Ebene auch probiert. Das ist jetzt eine richtige Parteipolit-Karriere gemacht. Und was auffällig war schon, sie war öfter mal die erste Frau irgendwo, die erste Frau in einer parteipolitischen Studentenorganisation. Sie war auch die erste Frau, sie war Ministerin, Jugend- und Sportministerin. Also auch da war sie die erste Frau und offensichtlich will sie jetzt als erste Frau auch Premierministerin werden. Also sie ist wahnsinnig ehrgeizig. Das ist unbestritten. Also auch, glaube ich, hart durchaus zu sich selbst, aber mit Werten, die man vielleicht nicht im strengen Sinn mehr, also man kann diesen Faschismus von vor 100 Jahren nicht einfach umlegen, also Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins einfach so, aber sie kommt natürlich eindeutig aus dieser Tradition und das zeigt sich auch, wenn man zum Beispiel das Parteiprogramm sich einfach anschaut. Also an erster Linie steht sofort, also Familie, also die Familie im strengen Sinn, wie sie es sieht, das sind die italienischen Werte, es sind die ethnischen Italiener, die gefördert werden müssen. Es geht gegen Migranten, es auch in sogenannten Lebensbio-Fragen ist sie wahnsinnig präsent. Also sie ist vehement gegen gleichgeschlechtliche Ehe. Also es gibt eine ganze Latte von Dingen, wogegen sie ist, ja. Und das kommt im Wahlkampf, glaube ich, gar nicht so sehr nicht im Detail immer zum Ausdruck, aber das muss man immer sozusagen vor dem geistigen Auge behalten, wenn man bedenkt, wer ist Giorgia Meloni. Mhm. Aber ich will den Kollegen jetzt nicht alles wegnehmen. Das ist vielleicht ein ganz guter Moment, wo ich einsteigen könnte. Ich bin seit 4 Jahren in Rom oder seit 4,5 Jahren und berichte seit 4,5 Jahren. Und ich habe eben das auch beobachtet, wie Giorgia Meloni sich eben in diesem Rechtsbündnis zurechtgeruckelt hat und dann ganz schnell die Führung übernommen hat. Und ich denke, man muss eben ganz klar den Kontext sehen. Die Italiener suchen einen Retter, die suchen einen Politiker, der sie aus den Schwierigkeiten erlösen kann. Zuvor haben sie, also erst wurde auf die Fünf-Sterne-Bewegung gesetzt, da ist jetzt die große Ernüchterung eingetreten, dann wurde auf Matteo Salvini gesetzt, nachdem Salvini eben eine Koalition mit den Fünf-Sterne, mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eingegangen ist, sind die Wähler eben sozusagen von ihm weggelaufen und jetzt wenden sie sich Giorgia Meloni zu. Das ist eben ganz klar so und ich kann das nur bestätigen. Giorgia Meloni ist eine richtige Politikexpertin und das, was jetzt eben an diesem Wahlkampf sehr interessant ist, ist, dass sie sich sehr stark verändert hat. Also ich habe sie auf Kundgebungen gesehen, wo sie wutentbrannt ihre ganze Rede gehalten hat. Also das war wirklich beeindruckend. Ich erinnere mich an eine Kundgebung hier auf der Piazza San Giovanni,
wo ich wirklich nach Hause gegangen bin und es mir kalt den Rücken runterlief. Und das war zu einem Moment, wo sie eigentlich noch die Junior-Junior-Partnerin der Rechtskoalition war. Und auf diesem ganz starken Charakter und einer sehr großen Intelligenz, meiner Ansicht nach, hat sie eben ihren politischen Erfolg jetzt aufgebaut. Und das, was sie jetzt in diesem Wahlkampf macht, ich habe auch ihren Wahlkampfauftakt in Ancona gesehen, ist, dass sie sich eben deutlich moderater präsentiert. Also diese Themen sind durchaus noch präsent, also gegen gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Migranten. Aber sie ist eben insgesamt auf so einen moderateren Kurs eingeschränkt. Ich glaube, dass das nur Show ist. Also ich glaube, dass sie das macht, um regierungsfähig zu sein. Also damit sie hat nämlich, glaube ich, ganz genau hingeguckt, weshalb Matteo Salvini es nicht an die Macht geschafft hat, weshalb Le Pen es in Frankreich nicht an die Macht geschafft hat. Und sie möchte diese Fehler nicht wiederholen. Und deshalb gibt sie sich jetzt eben moderater. Deshalb ist es ganz genau so, dass sie jetzt keine, also in Spanien, das haben Sie ja ganz richtig gesagt, bei Vox hat sie noch Tiraden gegen die LGBT-Lobby losgelassen und hat so getan, als ob die christlichen Werte vor islamistischer Gewalt verteidigt werden müssten. Und diese ganzen Töne hat sie jetzt ganz stark runtergeschraubt. Also sie tritt jetzt in eine kritische Distanz zur Europäischen Union, ohne noch austreten zu wollen oder sowas zu wollen. Also sie hat sich eben jetzt in diesem Wahlkampf deutlich moderiert. Und was ich für die Diskussion vielleicht auch noch ganz wichtig finde, ist, dass wir einmal kurz über diese Begriffe sprechen. Wir sagen jetzt immer postfaschistisch. Was bedeutet postfaschistisch eigentlich? Das ist ja ein historischer Begriff. Und man kann Meloni eben ganz eindeutig als Postfaschistin bezeichnen, weil sie eben in dieser klaren Linie postfaschistischer Parteien steht. Als was ich sie eben nicht bezeichnen würde, ist neofaschistisch. Also neofaschistisch ist ja jemand, der versucht quasi in unserer jetzigen Welt die faschistische Politik umzusetzen, und das tut sie aktuell nicht. Wir wissen nicht, was sie tun wird, sobald sie an der Macht ist, aber das Programm, was sie jetzt hat, ist nicht neofaschistisch. Das vielleicht von meiner Seite dazu. Ja, dann würde ich. Genau. Ja, finde ich sehr interessant, wunderbar, weil man kreist ja so ein bisschen rum, auch aus der eigenen Perspektive. Als Deutscher und habe ich ja auch immer mit zu tun mit unserer Vergangenheit, mit der deutschen Vergangenheit. Und das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Wir haben hier nicht identische Entwicklungen. Ja? Wenn man auch noch daran überlegt, dass sozusagen der italienische Faschismus die Frage des Duces selbst gelöst hat, dadurch, dass der großfaschistische Rat zusammengetreten ist und Mussolini nahegelegt hat, beim König seine Entlassung zu beantragen, und das italienische Militär ihn dann erstmal auf dem Gran Sasso interniert hat und gefangen gehalten hat, zeigt ja ungefähr auch, wie unterschiedlich die Entwicklungen sind. Wir haben verschiedene Italiens, mit denen wir zu tun haben, seit 1945, seit 1943. Es gibt auch das Italien, das sagt, sie haben sich selbst befreit. Es gibt das kommunistische Partisanen Resistenza Italien. Es gibt aber natürlich auch nach 22 Jahren Faschismus, 21, 22 Jahre, Ventennio 20 Jahre mehr oder weniger, gibt es natürlich auch immer noch Leute, die mit dieser Zeit sympathisieren, mit den Entwicklungen während des Faschismus sympathisieren, auch unter Umständen mit dem Expansionismus Italiens, mit den Werten, die über den Faschismus vermittelt worden sind. Und mein Gott, das ist jetzt auch schon wirklich lange Zeit her, aber wenn wir an Gianfranco Fini zurückdenken, was der sich bemüht hat, die Allianza Nazionale tatsächlich aus dieser schwarzen Ecke rauszuholen, ja, und fit zu machen für die Zeit nach dem Kalten Krieg und sie als Koalitionspartner letztendlich da auch aufgestellt hat, mit Berlusconi zusammen, dann hatten wir eigentlich auch diese Diskussion schon mal. Und man darf auch wirklich nicht vergessen, wer sich eigentlich in der letzten Zeit in den Medien so mit hervorgetan hat, mit Saluti Romani, mit dem römischen Gruß, mit dem faschistischen Gruß. Das waren oft Stadträte von der Lega. Man darf auch nicht vergessen, ich habe keine gute Erinnerung an die Regierung Conte I, als Salvini Innenminister war. Also letztendlich hat die jüngere Vergangenheit vieles schon vorweggenommen, meiner Meinung nach, vor dem man jetzt bei einer Regierung unter Meloni Sorgen haben könnte.
was nicht heißt, dass das alles so kommen muss. Aber gerade Salvini war es eigentlich auch, der wirklich nicht vielleicht direkt, aber indirekt hat er letztendlich Gewalt von Italienern und Italienern, Italienerinnen gegenüber Migranten, Ausländern teilweise nicht verurteilt, in eigenen Kampagnen sogar begünstigt. Es gibt diese berühmte Aussage von ihm, ja, Sinti und Roma da haben irgendwie ein Lager, ein Campeggio und da müsste man mit dem Bagger rein. Also ich meine, das sind alles solche Sachen, wodurch sich, glaube ich, die Italiener wirklich schon an solche Worte gewöhnt haben und dann sagen, naja, also nur weil Meloni bei dieser Partei ist, Fratelli d'Italia, die natürlich klar schon von der Namenshergebung ganz klar nationalistisch sind, ja, da muss man nichts beschönigen. Es gibt ja vielleicht auch genug Italiener, die sagen, Nationalismus ist eine gute Sache. Ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht aus seiner eigenen, vielleicht eher progressiven Wertewelt heraus sowas gar nicht diskutieren will. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich allgemein vom Hintergrund etwas unruhigere Zeiten sind und dass man eher zum Beispiel irgendwie darauf wartet, die Diskussion, ob eine solche Regierung irgendwie akzeptiert werden würde, international oder europäisch, halte ich für ziemlich nebensächlich, weil was will man sonst machen? Und dass eben auch die Ministerliste schon breit liegt und Meloni, die große Anführung in dieser Koalition mit dem traurigen Rest von der Forza Italia, mit einem sehr alten Silvio Berlusconi, über den, glaube ich, viele Menschen noch nicht mal mehr lachen, weil es einfach auch nicht mehr lustig ist, sondern man irgendwie sagt, naja, vielleicht hat die Zeit doch irgendwann mal eine Gnade mit diesem armen alten Menschen. Ist natürlich die Position von Giorgia Meloni ziemlich stark. Trotzdem muss man schauen, diese Koalition ist tendenziell meiner Meinung nach ein ziemliches Pulverfass, wenn sie dann irgendwann mal zum Regieren kommt, ja. Und zweitens, Giorgia Melonis Job ist natürlich auch nicht zu beneiden. Der italienische Ministerpräsident, das ist nicht das Maximale an Vergnügen und politischer Macht. Ist es definitiv nicht. Da haben wir in Deutschland und Österreich andere Regierungschefs, die schon per Verfassung gegenüber dem Kabinett, gegenüber vielleicht den Koalitionspartnern, auch wenn man das in Berlin nicht so richtig mitbekommt, normalerweise ja, die berühmte Richtlinienkompetenz haben, die dann eigentlich alles entscheiden. Also insofern ist es wirklich eine spannende Zeit, aber den großen Eklat vor diesem Hintergrund einer möglichen Regierung unter Giorgia Meloni sehe ich jetzt persönlich aus italienischer Perspektive eigentlich nicht so. Und ich glaube, das läuft auch im Kielwasser der vielleicht wesentlich wichtigeren internationalen Entwicklungen, die wir zurzeit erleben. Darf ich da, ja, ich würde nur ganz kurz ergänzen bzw. auch aufgreifen, weil jetzt zum Beispiel Matteo Salvini auch zitiert wurde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe auch damals über dieses Roma- und Sinti-Lager und über diese ganze Geschichte auch berichtet. Das ist das eine, dass Politiker sich so äußern. Das andere ist, dass Politiker aber natürlich auch ganz genau wissen, warum sie das tun. Sie mögen einerseits überzeugt sein von dem, was sie sagen, andererseits Populisten wie eben ein Salvini oder auch eine Meloni wissen ganz genau, wie sozusagen viele Menschen ticken. Und das ist leider, und das muss man leider auch sagen, schon ein Faktum, dass der Faschismus in Italien trotz oder gerade wegen dieser Geschichte, die Kollege Maron jetzt auch wieder angesprochen hat, im Zweiten Weltkrieg, dass man sich sozusagen selbst befreit hat, dass es viele Partisanen gab, dass die ganze Verfassung darauf beruht. Ja, genau. Genau
deswegen gibt es aber auch noch einen Art faschistischen Background in Italien, der nie wirklich aufgearbeitet wurde. Also so ein bisschen faschistisch sein ist in vielen, vielen Bereichen wirklich salonfähig. Das nimmt man einfach nicht so ernst. Und weil der römische Gruß ja auch angesprochen wurde, ich kann mich erinnern, zum Beispiel als Alemanno Bürgermeister wurde, also ich war damals wirklich entsetzt, aber da gab es genug Menschen, die standen, also am Kapitol mit dem römischen Gruß. Ja, und das hat aber gar niemanden so richtig aufgeregt, muss man auch dazu sagen. Als wäre das ein wenig Folklore. Und an eine Geschichte kann ich mich, das ist nur ein Beispiel für viele andere Sachen, kann ich mich auch erinnern, weil das hat mich wirklich wahnsinnig irritiert. In Rom, also schräg vis-à-vis vom Parlament, gibt es ein Geschäft, das ist ein sehr alteingesessenes, durchaus hübsches Geschäft. Ich denke, es gibt es immer noch mit allen möglichen Gegenständen zum Sammeln, Oggettistica. Und da war wirklich jahrelang, waren in der Auslage so kleine, so Blechfiguren, würde ich das nennen. Ja, da hattest du die gesamte faschistische und auch NS-Palette, also Mussolini und Hitler und alles drumherum mit Emblemen, mit Flaggen. Das konntest du dir ganz legal kaufen. Ich sage noch einmal, schräg vis-à-vis vom Parlament in der Auslage. Das zeigt natürlich schon, dass der Umgang ein anderer ist mit dieser Zeit als in Österreich oder eben in Deutschland. Und ein anderes Beispiel, das ist zwar jetzt auch schon relativ lange her, aber da habe ich auch gedacht, ich traue meinen Ohren und Augen nicht. Damals war eine Fernsehdiskussion mit noch Alessandra Mussolini, die inzwischen ja nicht mehr in der Politik ist. Und ja, und die durfte tatsächlich über ihren lieben Opa sprechen, als wäre das eben nur der liebe Opa. Und das andere war der böse Hitler, der ihren lieben Opa sozusagen irgendwie die Chose vertan hat. Ja? Und das blieb irgendwie unwidersprochen. Und an all diesen Sachen kennt man schon, dass eigentlich noch viel aufgearbeitet gehört. Und das ist natürlich ein Humus für diese Parteien, über die wir jetzt sprechen. Und ein letzter Satz, das ist bis heute so. Also ich war gerade eben auf diesen Wahlveranstaltungen, auf denen ich war, da schämen sich die Leute auch nicht, mir als ausländischer Journalistin zu sagen, das Einzige, was Mussolini falsch gemacht hat, war mit Hitler eine Allianz einzugehen. Alles andere war gut. Also bis heute ist es genauso und das ist in vielen Kreisen der Rechten absolut salonfähig. Ich würde jetzt noch gerne aufs rechte und aufs linke Lager zu sprechen kommen. Ich fange jetzt aber, nachdem Matteo Salvini und Silvio Berlusconi jetzt schon mehrfach genannt wurden, mit dem rechten Lager an. Und zwar möchte ich jetzt von Ihnen wissen, ist Matteo Salvini, ist Silvio Berlusconi das Problem oder sind es einfach die fehlenden Alternativen in einem, wenn man es jetzt nennt, sogenannten bürgerlichen Lager mit dem Untergang der Christdemokraten zu Beginn der 1990er Jahre? Gibt es eigentlich seit diesem großen Skandal für ein Mitte-Rechts-Spektrum in Italien politisch keine Heimat mehr? Gäbe es überhaupt eine Alternative für diese Wählerinnen und Wähler? Gibt es proeuropäische Mitte-Rechtsparteien oder gibt es so etwas eigentlich gar nicht mehr? Ist dieses politische Angebot in Italien schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden? Also wie würden Sie diesen Zustand des rechten Lagers bewerten? Wer möchte beginnen? Gerne ich diesmal. Bitte. Also das ist auch... Wir haben ja immer Formationen, die letztendlich auch nicht so klar parteipolitisch zu verorten sind. Ich glaube, diese Frage vermeidet Movimento Cinque Stelle bis heute wirklich richtig, weil sie wahrscheinlich Angst haben, wenn sie sagen würden, dass sie Mitte links wären oder wie auch immer, dass sie sich dann auflösen würden in diesem Moment, so magisch wie mit einem großen Pop. Das ist so eine Sache. Wir haben den dritten Pol, der ja letztendlich auch sich zur Wahl stellt, Calenda Renzi, die ein Potenzial hätten, mehr oder weniger die Mitte zu besetzen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Berlusconi, Forza Italia, ist Mitglied der Europäischen Volkspartei und hat durch Manfred Weber jetzt erst auch nochmal den
ausdrückliche Unterstützung der Forza Italia bei den Wahlen jetzt erhalten, was Manfred Weber deutlich angelastet worden ist, weil man ihm gesagt hat, ja, Moment, das ist ja nicht nur Forza Italia alleine, sondern es ist eben auch noch die Lega dabei und es ist auch noch Fratelli d'Italia dabei, die dann doch irgendwie ein bisschen den Kosmos der Christdemokraten verlassen. Ja, das ist natürlich eine Frage der Kosmetik. Das System ist immer noch in der Entwicklung, dass man irgendwann mal in eine Parteikonstellation zurückfällt, wie in der Ersten Republik, dass wir also eine große christdemokratische Partei haben. Damals sogar in Italien ja eine große kommunistische Partei, die dann später links geworden sind, Sozialdemokraten mehr oder weniger in diese Richtung. Das halte ich ein bisschen für ausgeschlossen. Man muss eher schauen, was mit Forza Italia passiert. Lega ist auch eine große Frage, ja, wie die intern bleiben. Wir haben in der Lega weiterhin eine offene Nachfolgediskussion über Matteo Salvini, auch wenn Matteo Salvini jetzt natürlich in die Wahl geht, aber man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich seine letzte größere Bewährungsprobe innerhalb der Lega ist. Und was mit Forza Italia letztendlich passiert, Berlusconi war leider Gottes auch nie wirklich richtig bereit, einen echten Nachfolger aufzubauen. Und ich glaube, wir sind da auch irgendwie bei einem Thema, das irgendwie strukturell dann sich manchmal auch zum Nachteil der Parteien wieder manifestiert, ist einfach, dass wir diese Parteiapparate, dass wir kein vernünftiges Parteiengesetz, wie wir es zum Beispiel in Deutschland haben, dass eben die Parteien, die hier innerhalb der italienischen Demokratie operieren sollen, nicht zwangsläufig auch demokratisch intern organisiert sein müssen. Und ich glaube, das ist dann der Preis, den eben diese Parteien und diese politischen Führer dann selber zu zahlen haben, dass es sozusagen keine strukturelle Parteienentwicklung auch vom Personal, auch von den Mitgliedern gibt. Das ist sicherlich irgendwie ein Punkt, der vielleicht als Erklärung zu diesen wabernden politischen Lagern, die ja eigentlich polarisiert sein müssten. Aber man darf auch eben nicht vergessen, zum Beispiel, was in dieser Legislaturperiode, die ja noch andauert, passiert ist. Wir hatten und haben sozusagen noch drei verschiedene Regierungen. Wir hatten Koalitionsverhandlungen nach der letzten Wahl. Das war normalerweise früher, in Italien ging das überhaupt nicht, dass es ein Wahlergebnis gab, dass es Sondierungen gab, dann Koalitionsverhandlungen, dann einen Koalitionsvertrag. Zwischen nicht so zwei logischen Partnern wie der Lega und dem Movimento Cinque Stelle. Also eben, es ist auch viel in der Entwicklung auf alle Fälle. Und ich glaube, zwei weitere Details sind auch nochmal zum Beispiel, es könnte auch nochmal alles schlimmer sein von den Parteien, die sich zur Wahl stellen. Forza Nuova ist bei dieser Wahl nicht dabei, die wirklich rechtsextreme ist, die wahrscheinlich nicht nur neofaschistisch ist, sondern wahrscheinlich sogar auch eine Neonazi-Partei ist. Das hat also irgendwie die politische Hygiene in Italien geschafft, dass diese Partei nicht an der Wahl nimmt. Und wie gesagt, dass das Mitte-Links-Lager, was sich dazu zählen könnte, wollte, auch wenn die sich selber darüber nicht so genau klar sind, eigentlich nicht in der Lage vor dem Hintergrund dieses Wahlrechts war, richtig ein Bündnis zu schmieden und sich auch entsprechend aufzustellen in den Wahlkreisen. Das ist eigentlich für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt, den kann man begründen, wie auch immer, dass die Lager, dass die Parteien viel zu heterogen untereinander sind. Aber das ist ein Punkt, der natürlich dazu führt, dass man Mitte rechts in diese starke Position reinbringt, die jetzt aus der jetzigen Perspektive ja schon vorhersehbar die nächste Regierung stellen wird. Frau Schaubeneder, bitte.
Ja, noch einmal auf dieses Bündnis zurückkommend. Also ich glaube, auch die italienische Parteienlandschaft versteht man erst dann, wenn man sie überhaupt verstehen kann. Auch das kann man sagen. Aber versteht man, wenn man sozusagen zu ihrem Beginn zurückgeht, also moderne Parteien meine ich jetzt. Und damit sind wir eben in den 90er Jahren. Da gab es eben, werden sich ja noch viele, nehme ich wohl an, wirklich gut erinnern oder haben es zumindest nachgelesen, da gab es ja die völlige Zersplitterung des traditionellen Parteiensystems in Italien. Da gab es Tangentopoli, da gab es Manipolite, also diese ganz großen Korruptionsskandale. Also das war wirklich ein Erdbeben, das durch Italien gegangen ist. Und politisch hat das bedeutet, dass eben kein Stein auf dem anderen geblieben ist, weil gerade die großen traditionellen Parteien, also die Partito Comunista, also die Kommunisten, aber auch die Sozialisten mit Craxi sind untergegangen. Die Zentrumspartei hat es zerrissen. Und so kam es, dass eigentlich, und das finde ich auch immer spannend, die Lega, die zwar noch einmal eine Entwicklung dann erfahren hat, aber die Lega ist eigentlich die älteste Partei Italiens derzeit. Ne? Und dann gab es Stellen, mir kommt das oft vor wie ein Kaleidoskop. Also wir haben sozusagen bestimmte, also fixe Elemente, aber die setzen sich je nach Situation wieder anders zusammen. Das Mitte Rechtsbündnis, wie es ja eigentlich heißt, ist meiner Erfahrung nach ein wahnsinnig schwieriges, weil eigentlich sehr, sehr volatiles Bündnis. Und man hat ja gesehen, man tut sich zusammen, aber und auch sollte es zu so einer Regierung kommen, ist dann die Frage, wie lange gedauert. Denn kaum tut man sich zusammen, beginnt man auch wieder zu streiten, weil es gibt nicht sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, auch nicht zwischen Silvio Berlusconi und ich sage jetzt Forza Italia, aber vor allen Dingen Silvio Berlusconi, weil es ist immer er, und Giorgio Meloni oder Matteo Salvini. Das sind oft so Zwangsehen und das merkt man auch. Und man hat es auch jetzt gesehen, dass Silvio Berlusconi einige seiner Ministerinnen davongelaufen sind, also wie er sich versucht hat, wieder neu auszurichten. Und angeblich, ich weiß es nicht, vielleicht die Kollegen werden das vielleicht widerlegen oder bestätigen können, soll Salvini ja Berlusconi versprochen haben, Senatspräsident zu werden, falls es tatsächlich zu so einer Regierung kommt. Und das wäre für jemanden wie Silvio Berlusconi, der ja eigentlich mit Schimpf und Schande aus dem Senat gehen musste, wäre das natürlich eine echte Freude, würde ich sagen, eine Genugtuung. Ja. Aber wie gesagt, diese Bündnisse schauen von außen so kompakt aus, sind es aber nicht. Noch schlimmer schaut es vielleicht auf der anderen Seite aus, aber auch diese. Ja, dazu kommen wir noch, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Frau Kirsten, bitte. Ja, ich glaube, ich muss dem gar nicht weiter viel hinzufügen. Das, was ich in diesem Wahlkampf nochmal so eindeutig gelernt habe und eben auch bei den Gesprächen mit den Wählern gemerkt habe, ist eben, man wählt in Italien entweder links oder rechts. Dazwischen gibt es nichts. Und das ist eben auch das, was diese Bündnisbildung jetzt so stark, also links eben verkompliziert und rechts vermeintlich einfach macht. Und Herr Marun hatte eben kurz diesen Terzo Polo angesprochen. Das ist ja der dritte Pol sozusagen. Das könnte die bürgerliche konservative Kraft werden. Darauf setzen die auf jeden Fall. Das versuchen die auch. Ich glaube, es gelingt ihnen auch, vereinzelt Stimmen aus dem Rechtsbündnis abzugreifen. Aber das sind wirklich nur sehr, sehr wenige Stimmen. Und das Kernproblem dieses Terzo Polo, dieses dritten Pols, ist eben, dass es zwei Politiker sind, die aus der linken PD kommen. Und rechte Wähler wollen nicht jemanden wählen, der vorher in der PD war. Also so einfach ist das und so absurd ist es eigentlich auch. Und es gab von der Lega einen sehr interessanten Versuch, und das war, glaube ich, auch der Gedanke dahinter, sich an der Draghi-Regierung zu beteiligen. Ich glaube, in der Lega gab es eine Überlegung, ob sie nicht vielleicht diese neue bürgerliche, vielleicht auch konservative Kraft werden könnten und ein bisschen vom Populismus abrücken könnten. Die wurde von Giancarlo Giorgetti geleitet, dieser Versuch. Und der ist aber von Salvini platt gemacht worden. Also das ist nicht erfolgreich gewesen. Und das ist dann das Ganze, das Tüpfelchen auf dem I war dann ja der Moment, als die Lega und die Forza Italia eben dazu beigetragen haben, die Draghi-Regierung zu stürzen. Und das wollte ich auch noch ganz am Anfang zu Ihrer Frage eingangs sagen. Also ich glaube, die Italiener haben noch nie so wenig verstanden, warum eine Regierung gestürzt wurde. Also das hat wirklich niemand verstanden und das herrscht großes, großes Unverständnis in der Bevölkerung dafür, warum das überhaupt passiert ist.
Gut, dann kommen wir, bevor wir dann jetzt noch den aktuellen Problemen und der europäischen Zusammenarbeit widmen, doch noch kurz zu, auch zu dem linken Lager, wie es ja Frau Schwabeneder schon angedeutet hat, dass es das linke Lager auch nicht einfacher hat als jetzt die Versuche eben im bürgerlichen Spektrum. Ja, warum gibt es auf der einen Seite eben bekannte Ministerpräsidenten wie eben Romano Prodi oder eben auch den Enrico Letta oder Paolo Gentiloni? Aber warum schafft es auf der anderen Seite dann diese Linke in Italien nicht, auch eine Allianz zu bilden auf der einen Seite oder auch auf der anderen Seite auch einmal eine Mitte-Links-Regierung zu bilden in einem, ja, da ist, glaube ich, Italien, Österreich nicht unähnlich, in einem strukturell eher konservativen Land? Liegt das an inneren Widersprüchen? Hat das damit zu tun, dass es einerseits der soziale Flügel aus katholischen Kreisen ist, auf der anderen Seite eben diese doch schon angesprochenen antikirchlichen kommunistischen Richtungen? Welches Angebot bräuchte es denn hier angesichts des linken Dilemmas in Italien? Wie würden Sie das einschätzen? Frau Schwabeneder, ging ich mit Ihnen. Ja, weil ich zuerst gesagt habe, die Parteien haben sich ja alle eigentlich erst ab Beginn der 1990er neu formiert. Und man sieht ja auch, man braucht sich nur die Geschichte sozusagen der jetzigen PD ansehen, woher sie kam und diese ständigen Veränderungen, Fusionierungen, man findet sich neu zusammen. Das zeigt schon, dass es doch keine wirklich in sich gefestigten Parteien sind. Und weil zuerst auch Matteo Renzi angesprochen wurde, also ein Problem ist sicherlich auch, im Fall zum Beispiel von Matteo Renzi, das finde ich ganz, ganz exemplarisch auch, der durchaus auch eine Nähe zu Silvio Berlusconi hatte, der von Berlusconi sogar sehr geschätzt wurde, weil jung, dynamisch, ein blendender Redner, also wirklich ein hochbegabter Politiker. Aber es gibt irgendwie, habe ich immer das Gefühl, zu viele Protagonisten, ja? Zu viele Egos, die hier alle unterwegs sind. Und sehr oft passiert das, glaube ich, auch im Namen des eigenen Egos, dass man irgendetwas dann auch mutwillig oder weil man Dinge vielleicht nicht richtig einschätzt, dann auch kaputt macht. Also Matteo Renzi zum Beispiel hat, glaube ich, wirklich gedacht, als er sich abgespalten hat und seine eigene Partei gegründet hat, er bekommt ganz großen Zuspruch in der Bevölkerung. Also das Gegenteil ist eingetreten. Und er hat sich auch jetzt wahnsinnig schwer getan. Er hat ja versucht, Bündnisse, tragfähige Bündnisse zu schließen. Es ist ihm nicht wirklich gelungen. Jetzt gibt es diesen Terzo Polo. Jetzt muss man schauen, wie das funktioniert. Aber wie Frau Kirst auch schon angesprochen hat, also alle Versuche, zumindest in den letzten Jahrzehnten, irgendwie aus dieser Links-Rechts-Schiene herauszukommen, haben nicht wirklich funktioniert. Also eine Variante wäre ja Cinque Stelle gewesen, also wo man dann auch gesagt hat, gut, das war die erste populistische Regierung in Europa, weiß nicht, ob man das wirklich so stehen lassen kann, aber irgendwie funktioniert das nicht. Also man kommt aus diesem Schema nicht heraus. Und wie gesagt, die Rechte ist zwar zerstritten, aber hält in wesentlichen Bereichen dann doch sehr zusammen, wenn es offensichtlich darum geht, auch an die Macht zu kommen. Die Linke ist einfach wirklich heillos zerstritten und schickt manchmal auch ihre besten Leute in die Wüste. Herr Marun, bitte. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Partito Democratico, also so avantgardistisch er war, auch mit Urwahlen und sowas drin, selber voll demokratisch durchorganisiert. Es ist, glaube ich, nicht einfach, in dieser Partei zu sein und in dieser Partei voranzukommen und in dieser Partei unter Umständen eine leicht andere Einstellung zu haben, als irgendwie der Mainstream der Partei hat, auch wenn das schon mal schwierig ist, wirklich den Mainstream des Partito Democratico festzulegen. Und dann muss man natürlich jetzt auch sehen,
Es gibt ja eine Bemühung, ja. Ich meine, das war ja nahezu revolutionär, dass die zweite Conte-Regierung ja dann die Lega nicht dabei hatte, ja, aber eben Movimento Cinque Stelle und Partito Democratico. Und Movimento Cinque Stelle und Partito Democratico waren auch wichtige Blöcke dann in der Regierung Draghi. Also Annäherungen hat es dort gegeben sogar, ja, aber mit dem Stimmenanteil vom Movimento Cinque Stelle steht eben auch, glaube ich, letztendlich die Frage, die Mehrheitsfrage eines Mitte-Links-Lagers. Ja. Ich will damit nicht sagen, dass das Movimento Cinque Stelle eindeutig eher links als eher rechts ist, sondern das hat eine eigene Geschichte. Es ist wirklich, war mal auf alle Fälle eine eigene neue politische Kraft, ja, die sich aber selber natürlich darüber Rechenschaft ablegen muss, dass sie mittlerweile einfach tatsächlich wirklich zum politischen System dazugehört, eine Partei ist, nicht mehr außen steht, sondern Regierungserfahrung hat, diese Regierungserfahrung, glaube ich, ziemlich teuer bezahlt hat. Aber trotzdem, das erklärt letztendlich auch, warum, glaube ich, zumindest auf nationaler italienischer Ebene ein Mitte-Links-Lager zurzeit nicht wirklich mehrheitsfähig ist gegenüber einem kompakt dastehenden Mitte-Rechts-Lager. Ja, man kann ja auch irgendwie sagen, klar, Fratelli d'Italia ist die stärkste Partei in diesem Bündnis, aber man kann ja auch sagen, okay, da haben sich wirklich drei Parteien zusammengetan, eben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wo man wirklich sagt, oh Mann, diese Sache, diese Interessenskonflikte unbedingt zu managen, schon jetzt im Wahlkampf haben wir ja die Frage, ja, zum Beispiel gibt es eine ganz klare Position von Fratelli d'Italia, auch, dass die Liga klären muss, ob sie eben tatsächlich so viel Verbindung mit Russland hat, Geld bekommen hat, etc. Und das muss man schon überlegen, so kurz vor einer Wahl, dass auch wenn es der größte Partner in dieser Koalition ist, dieses Thema so offen anzusprechen in der Öffentlichkeit, zeugt schon also von einem klaren Führungsanspruch und im Zweifelsfall die Lega sich unterzuordnen oder was ist die Frage, wenn die Lega wirklich mit der Information rauskommt? Ja, natürlich, wir haben aus Moskau Geld erhalten. Dann ist diese Koalition vor den Wahlen schon irgendwie hinfällig. Ja? Also das sind alles sehr große Themen, sehr explosive Themen, die, glaube ich, gerade auch sehr viel Energie die Mitte-Rechts-Koalition kosten. Dennoch prinzipiell für Regierungsbildung insgesamt in Italien denke ich, dass etwas passiert ist eigentlich in dieser Phase, dass nicht alles mehr klar so zuzuordnen ist, dass unter Umständen prinzipiell, hängt immer vom Wahlrecht ab, von der Wahlrechtsreformierung, dass Parteien in Konstellationen möglich sind, Koalitionen, Regierungskoalitionen von Parteien möglich sind, die man eigentlich ursprünglich komplett ausgeschlossen hätte. Klar, es stellt sich immer dann die Frage, wie viel Kontinuität werden die haben, wie lange halten die, wie ist deren Performance. Deshalb haben wir ja eben auch immer diesen interessanten Punkt der Technikerregierung, Monti oder Draghi, die ja so glänzend international wahrgenommen worden, oft national wurden sie irgendwie als diese harten Manager, die wirklich das letzte bisschen Blut aus den Italienern rausdrücken, wahrgenommen. Andererseits, also wenn man sich das Szenario jetzt anschaut, ich persönlich sage, wenn wirklich das Mitte-Rechts-Lager gewinnen sollte, das wird teuer für die italienischen Bürger, weil ich glaube, so eine gute politische Managementleistung wie die Regierung Draghi wird diese Regierung nicht hinlegen können. Frau Schwabenida, bevor wir dann zu. Ja, nur ein kleiner Zusatz. Nur ein kleiner Zusatz zu dem, wie unterschiedlich sie sein können, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil wenn man die beiden ansieht, also Giorgia Meloni auf der einen Seite und Matteo Salvini auf der anderen, Salvini schaut eindeutig, also mit Begeisterung Richtung Moskau, ne, trägt T-Shirts oder trug T-Shirts mit Putin drauf und hat einen Pakt mit seiner Partei und alles Mögliche.
Giorgia Meloni schaut nach Amerika. Ne? Sie hat den Ruf, wie eine Trump-Republikanerin zu sein. Also auch in Amerika. Es gibt so einen eigenen Circolo, also so ein wie nennt man das eigentlich, eine Partei, Büro ist es nicht offiziell, so eine, wie nennt man das jetzt eigentlich? Mir fällt es auf Deutsch nicht ein. Parteigruppe? Ja, so ähnlich, also jedenfalls so ein Büro, also in Florida zum Beispiel, ja, finde ich interessant. Und sie sagt auch in ihrem Parteiprogramm zum Beispiel, man muss sich, und das ist ja ein bisschen älter als jetzt dieser Wahlkampf, man muss sich sozusagen auch von dieser Abhängigkeit in Sachen Gas von Russland lösen. Also das sind sehr kontrastierende Aussagen innerhalb eines Bündnisses, das ja dann sozusagen gemeinsam gehen müsste, wenn es soweit sein sollte. Mehr wollte ich jetzt gar nicht hinzufügen. Vielleicht noch einen ganz kurzen Satz, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Man muss natürlich auch sehen, dass jetzt bei der Bündnisbildung sich die Blöcke auch bilden und sich voneinander abgrenzen. Giorgia Meloni ist die Partei, die am längsten in der Opposition gewesen ist und die quasi jetzt mit der ganzen Kraft der Opposition Stimmen einsammelt. Und im linken Block, also bei den Cinque Stelle einerseits und eben die PD andererseits, das sind eben beides Parteien, die zuletzt in Regierungsverantwortung standen. Die Fünf-Sterne-Partei, ja über die ganze Legislatur hinweg, die PD in den letzten beiden. Und beide Parteien schaffen es nicht, vor allem die PD, ihre eigentlich auch gute Regierungsbeteiligung, das in Wählerstimmen umzusetzen. Also wenn man PD-Wählern zuhört, dann erinnern die einen daran, man selbst vergisst es fast schon, dass die PD viel Gutes getan hat für Italien in diesen zwei Legislaturperioden, gerade als Corona ausgebrochen ist und es dann eben darum ging, wie machen wir das mit den Impfungen, hören wir auf die Wissenschaftler oder lieber nicht. Die PD hat sich irre gut und irre gut für Italien eingesetzt und die schafft es trotzdem nicht, die Früchte davon zu tragen. Und ich glaube, dass es komplett daran liegt, dass sie innerlich völlig zerbrochen ist. Das sieht man ja auch daran, wie oft es Schizioni, also wie oft kleine Stücke rausbrechen. Und klar, die PD hat eine demokratische Parteistruktur, aber so progressiv ist die Partei dann auch nicht. Die hat es nämlich bis heute nicht geschafft, eine einzige Frau in eine Führungsposition hochzubringen. Also es ist wirklich irre. Ich glaube, das ist ein irrer Sumpf in der PD, der noch trockengelegt werden muss, bevor die Partei irgendwie mal ordentlich in die Zukunft schreiten kann. Und das merken auch die Wähler und das zeigen auch die Umfrageergebnisse, weil die PD sich eben über lange Zeit überhaupt nicht von ihren 20% wegbewegt. Die dümpelt da immer wieder in 20% rum, bedient ihre Stammwähler und gibt sich überhaupt keine Mühe, mal neue Wähler zu holen. Also es ist wirklich irre, da, was für eine linke Partei in dem krisengeschüttelten Italien ja eigentlich einfach sein müsste, aber die versuchen es nicht. Die überlassen das Feld lieber den Rechten. Ich möchte jetzt noch eine Runde. Bitte, Frau Schabeneder, nochmal. Ich wollte sagen, vielleicht ist das, weil Frau Kirst das gerade angesprochen hat, vielleicht ist das mit ein Grund, ich versuche mir selber eine Erklärung zu geben, warum Giorgia Meloni so viel, zumindest in den Umfragen, so gut abräumt, so viele Stimmen auf sich vereinen kann, dass sie eben von den größeren Parteien jetzt ganz gerne mal beiseite gelassen, die einzige war, die jetzt wirklich immer in Opposition war. Vielleicht will man dann wirklich einen Bruch und sagt, ja, man nimmt jemanden, der eben da nicht dabei war und vielleicht ist das auch mit eine Erklärung, zumindest für einen gewissen Teil der Bevölkerung. Bevor wir jetzt dann zu den Publikumsfragen kommen, würde ich gerne noch auf die europäische Zusammenarbeit kommen als Schluss jetzt hier im Panel. Und zwar, es ist ja jetzt vorhin schon angesprochen worden, dass man nicht genau verstanden hat, warum jetzt die Draghi-Regierung gestürzt wurde. Es wurde aber in Europa natürlich als ein sehr negatives Zeichen für Europa insgesamt gewertet, inmitten multipler Krisen, Energiekrise, Inflationskrise und Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise. Also das heißt, das wird jetzt nicht nur als eine der vielen Regierungskrisen in Italien gesehen. Ich habe in einem Kommentar auch gelesen, dass die Entmachtung von Mario Draghi mit dem Brexit-Referendum in Brüssel von Korrespondenten verglichen wurde. Angesichts dieser anscheinend ähnlich großen geopolitischen Bedeutung, die diese Wahl in Italien hat. Wie wird sich denn das auf die europäische Zusammenarbeit auswirken? Ich denke da zum Beispiel an die Hilfen, die Italien bekommt aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union. Die werden ja nur dann ausbezahlt, wenn diese Reformen und Voraussetzungen auch vollzogen sind. Ich meine, volkswirtschaftlich geht es ja da für Italien doch um eine Summe von ungefähr 200 Milliarden Euro. Was glauben Sie, wie werden diese
wie wird diese Zusammenarbeit mit Europa einerseits ausschauen, aber wie wird andererseits auch versucht werden, diese Gelder dann auch tatsächlich abrufen zu können, wofür ja Mario Draghi Lösungsansätze geliefert hat, es von einer neuen Regierung ja noch nicht am Anfang zumindest zu erwarten sein wird, wenn überhaupt. Wer möchte starten? Frau Kirsch, ich, ja, bitte. Ich fange mal an. Also so wie ich Giorgia Meloni derzeit sehe und wie ich sie wahrnehme, glaube ich, dass sie alles daran setzen wird, diese Gelder von der EU auch zu bekommen. Das ist zu viel Geld, als dass sie das liegen lassen würde. Sie hat an verschiedenen Stellen jetzt immer wieder gesagt, sie würde die Kriterien, also sie würde den, also es gibt ja diesen Vertrag, der heißt in Italien PNRR, also nationaler Corona-Wiederaufbauplan, für den eben Regeln festgelegt werden mussten, die periodisch von der Europäischen Union überprüft werden. Und dann, wenn Italien seine Ziele erreicht hat, wird die nächste Tranche aus Brüssel überwiesen. Und Giorgia Meloni hat an verschiedenen Punkten jetzt gesagt, sie möchte diese Regeln neu verhandeln. Dann kam aus Europa postwendend die Antwort, das ist nicht vorgesehen, das wieder neu zu verhandeln, weil, das hat zum Beispiel Manfred Weber auch bei einem Besuch gesagt, ist ja nicht vorgesehen ist, dass jetzt hier die jedes Mal, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt, diese Kriterien wieder komplett neu verhandelt werden sollen. Andererseits gab es aus Brüssel auch Signale, die gesagt haben, natürlich kann das an eine veränderte Situation angepasst werden. Und Giorgia Meloni argumentiert eben damit, dass als die Verträge mit Brüssel geschlossen wurden, der Krieg noch nicht ausgebrochen war und deshalb diese Energiefrage noch nicht so drängend war. Und ich glaube, dass sie diese Wiederverhandlung vor allem deshalb so betont, weil sie ihren Wählern mitteilen möchte, dass sie auf jeden Fall auf einer kritischen Distanz zu Brüssel steht. Ich lasse mir von Brüssel nicht alles sagen, ich habe meine eigene Meinung. Aber ich gehe ganz, ganz eindeutig davon aus, dass sie sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wird und dieses Geld gefährden wird. Und ich denke, dass es sehr interessant sein wird, wie sie sich zur Europäischen Union verhalten wird. Das sieht man ja hier in Italien immer wieder. Europa ist ja ein irre wichtiges Thema hier in Italien. In jeder Wahlkampfdebatte ist es mit einer der ersten Fragen. Und besonders bezeichnend fand ich, als sie kürzlich in einer Debatte im Fernsehen gefragt wurde, ob sie, also wenn sie jetzt wählen muss, ob sie in Europa mit Frankreich und Deutschland spricht oder mit Ungarn und Polen, was ja ihre rechtsnationalistischen Alliierten bisher in der Europäischen Union war, hat sie eben gesagt, sie möchte sich darauf nicht so festlegen lassen. Sie möchte nicht, dass dieses Bild eines guten Europas, Deutschland, Frankreich, und das Bild eines schlechten Europas, Ungarn, Polen, aufgemacht wird, sondern sie möchte, dass alle Länder eben ihren Anteil an der Europäischen Union haben können. Und ich denke, das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie nicht einfach in den Spuren von Mario Draghi weitergehen wird. Also es wird ordentlich ruckeln in Brüssel, wenn Giorgia Meloni an die Macht kommt. Und das wird auf jeden Fall zu großen Verwerfungen kommen, denke ich. Ich glaube nicht, dass sie es darauf anlegen wird, Italien aus der EU austreten zu lassen. Diese Töne schlägt sie nicht mehr an. Sie ist zu intelligent dafür, um zu glauben, dass das wirklich zu Italiens Besten wäre. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall, dass da turbulente Zeiten auf Brüssel zukommen. Herr Marun? Ja, ich meine, Turbulenz, wenn man jetzt nicht einen ganz vollen und heißen Kaffee in der Hand hat, ist eine Turbulenz, kann natürlich auch interessant sein und einfach ein bisschen die Sachen durcheinander bringen. Wir kommen ja aus einer Situation, eigentlich wurde irgendwie gesagt, naja, diese geschäftsführende Regierung Draghi, die wird vermutlich noch nach der Wahl einen Monat haben, bis sich die neue Regierung formiert. Das sehe ich ganz ehrlich gesagt nicht so. Meiner Meinung nach könnte das auch schneller gehen. Ja, andere haben auch gesagt, naja, 2 Monate haben die immer noch. Dann wurde eigentlich mehr oder weniger, ja, ein richtiger Konsens war es nicht, aber das ist auf alle Fälle eine Leitlinie, die sogenannte Agenda Draghi. Also die Agenda, für die eigentlich wirklich Draghi zum Ministerpräsident gewählt worden ist, beziehungsweise auch erstmal für dieses Amt vorgeschlagen worden ist, dass man eben aus den Folgen der Corona-Epidemie rauskommt, dass man den PNRR von EU Next Generation umsetzt, ja, und das ist eben auch keine ganz so einfache Sache, weil da muss man eben auch an die unteren Ebenen denken, an die Regionen, an die Kommunen, was die überhaupt an Personal zur Verfügung haben, ob die überhaupt wirklich in der Lage sind,
vernünftige Projekte vorzuschlagen. Das haben sie geschafft. Aber ob diese Projekte jetzt alle so reibungslos umgesetzt werden können, damit die nächsten Gelder wieder kommen, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Und ich glaube, dass wir da schon auch über den Staatspräsidenten Mattarella eigentlich schon so grobe Linien klar haben. Und das ist da wahrscheinlich auch für eine neue Regierung nicht so viel Spiel geben wird, dass es natürlich ein bisschen ruckelt und Reibungen gibt, unter Umständen vielleicht auch wirklich versucht wird, etwas neu zu auszuhandeln. Das kann gut möglich sein, aber natürlich muss der neue Regierungschef, die neue Regierungschefin, muss sich auch ein bisschen umschauen, wie das die anderen EU-Mitgliedstaaten machen. Und kann ich einfach irgendwie entweder der totale Querulant werden oder der absolut Abwesende, wie es eben zum Beispiel Matteo Salvini sehr oft als Innenminister auf europäischer Ebene gemacht hat, dass er nicht mehr da war. Ja, und dass er auch es nicht genutzt hat, irgendwie, wenn er so fantastische Vorstellungen hat, was die Politik zu betrifft, dass er versucht hat, diese Vorstellungen irgendwie umzusetzen. Ich glaube, die großen Leitlinien sind da und die sind deklariert worden, mehr oder weniger als ein vorübergehendes nationales Interesse, und das muss abgearbeitet werden, weil sonst kriegt Italien kann es sich auch überhaupt nicht leisten, nur eine Rate von diesem EU Next Generation Programm zu verlieren, weil das ist dann eine Sache, da wird dann auf einmal bewusst, wie hoch die Gesamtverschuldung ist. Italien hat noch ein ganz gutes Wirtschaftswachstum, aber es sieht auch für den Herbst nicht besonders gut aus. In diesem Jahr wird Italien ein Wirtschaftswachstum hinlegen, auch kein so schlechtes, aber man weiß auch nicht, wie läuft der Winter, wie läuft das Frühjahr. Also die Zeiten werden auf alle Fälle anstrengend und hart, auf alle Fälle. Und da spielt dann auch wirklich, gerade auch in den Koalitionspartnern, vielleicht in der Liga noch ein bisschen mehr, spielt die Wirtschaft dann natürlich auch noch eine große Rolle und nicht nur die Wählerinnen und die Wähler an sich, was sie gewählt haben, dass man eigentlich schon eine Regierung will, die auch etwas garantieren kann. Und daran wird diese Regierung auch gemessen werden. Und die Regierung hat bezüglich eben einer Garantie, dass die dass alles so weitergeht, hat schon genug Defizite. Ja? Aufgrund der Frage mit Ukraine, Russland, Nähe der Parteien, es ist nicht klar und überzeugend. Und deshalb glaube ich, dass eigentlich das, was Geld betrifft und damit auch im Wesentlichen gerade die europäische Integration und die Europäische Union. Es gibt genug Probleme auf nationaler Ebene, dass man sicherlich da keinen neuen größeren Konflikt aufmachen will. Ja, es wird eine Phase der Orientierung auf alle Fälle geben. Es wird Versuche geben, unter Umständen die Interessen stärker zu artikulieren, auch auf nationaler Ebene. Das hat meiner Meinung nach letztendlich auch die Regierung Draghi ganz gut vorgemacht. Ja, aber ich glaube letztendlich, dass es eine Form von Kontinuität geben wird, auch gerade und besonders mit den europäischen Partnern. Frau Meloni wird auch in Europa, falls sie Ministerpräsidentin wird, nicht alleine sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich würde dabei Frau Kirster anschließen. Wenn man wiederum ins Programm schaut, ins Parteiprogramm von Fratelli d'Italia, dann sieht man dann, dass auf Punkt 2, nämlich gleich nach der Familie, dieser nationale Aktionsplan vorkommt, also der Piano Nazionale di Riprese Resilienza, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das zeigt schon, wie viel Gewicht sie dem Ganzen auch gibt. Und ich denke mir vor allen Dingen auch, ein Bruch mit Europa ist für mich auch unvorstellbar. Also ein Ital-Exit ist ja schon in den vergangenen Jahren immer wieder von vielen sozusagen wie ein Schreckgespenst vor sich hergetragen worden. Gott sei Dank hat sich das auch nicht sozusagen realisiert. Aber ich kann mir es jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Also ein Bruch mit Europa wäre total fatal. Sie würde, glaube ich, auch, wenn diese Gelder zum Beispiel nicht mehr fließen, ich habe von verschiedensten Leuten gehört, wie glücklich die sind, dass sie sich zum Beispiel jetzt ihre Wohnung
Wohnung renovieren können, ihr Haus renovieren können oder was weiß ich, sonst noch alles. Also würde das gestoppt werden, wäre das sicherlich fatal für den Zuspruch zur Partei beziehungsweise zur hypothetischen Ministerpräsidentin. Und unter anderem steht aber auch drinnen, dass sozusagen die Partei oder die Regierung, also die europäischen Gelder voll ausnützen möchten. Warum ist das auch wichtig? Denn in Italien oder über Italien wird ja gerne gesagt, also dass es viel Missbrauch gibt oder dass vielleicht auch die Mafia die Gelder sozusagen für sich verwenden kann. Alles im Bereich des Wahrscheinlichen, teilweise auch wirklich wahr, aber eine andere Diskussion. Aber ein Faktum ist auch, dass viele europäische Gelder oft gar nicht verwendet wurden. Die blieben einfach, wie man so schön sagt, in der Schublade liegen. Warum? Weil es einfach bürokratische Hindernisse gab. Und all diese Geschichten möchte sie sozusagen in Ordnung bringen. Und da passt es dann nicht dazu, dass man sagt, man schert aus der Europäischen Union aus. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Gut, dann mache ich jetzt an dieser Stelle einen Punkt. Wir kommen jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit zu den Publikumsfragen. Es gab die Möglichkeit, die via Chat zu stellen oder besteht auch jetzt noch die Möglichkeit. Das heißt, auch über Facebook, YouTube etc. über die Kanäle, aber auch schon per Mail vorab. Und da habe ich jetzt einmal schon einige herausgenommen, die wir in der Diskussion jetzt noch nicht angesprochen haben, die ich jetzt noch gerne erwähnen möchte. Einiges haben Sie glücklicherweise schon angesprochen, daher möchte ich das jetzt auch nicht wiederholen. Ich bitte Sie einfach, sich bei den Fragen zu Wort zu melden, wo Sie sich besonders angesprochen fühlen, natürlich insbesondere bei denen, wo Sie vielleicht auch direkt gesprochen worden sind. Ich beginne jetzt gleich mit der Frauenfrage. Frau Kirst hat das Thema nur ganz kurz angesprochen, nämlich dass die Demokratische Partei ja keine Frauen in ihrer Führung hat. Die Frage, die in dem Zusammenhang angesprochen wird, ist, Giorgia Meloni spricht sich gegen Frauenquoten aus, traditionelles Familienbild etc., ist aber selbst die einzige Frau in ihrer Partei. Ist das aufgrund ihrer eigenen Stärke, ihrer eigenen Position, oder gibt es da einfach Männer im Hintergrund, die man im 21. Jahrhundert in einer postfaschistischen Partei nicht so präsentieren kann wie eine blonde Frau, die als durchsetzungsfähig gilt? Das wäre die erste Frage. Daran anschließend gibt es auch noch eine zweite Frage, offensichtlich von einem unserer Mitglieder mit Kleinkindern. Es muss in der italienischen Reihe eine Kindersendung geben, über ein Schwein, ein kleines Schweinchen. Und dieses Schweinchen hätte einen Freund oder eine Freundin, die ist ein Bär. Und dieser kleine Bär hätte gleichgeschlechtliche Eltern. Und die Frage unseres Mitglieds ist, ob das tatsächlich das größte Problem in Italien ist, ob eine Folge einer Kindersendung zensiert werden soll oder nicht. Wofür sich eben auch Giorgia Meloni ausspricht. Beantworten wir vielleicht gleich diese beiden Fragen zusammen, nachdem sie sich auf Frau Meloni beziehen. Bitte, wer möchte beginnen? Ich habe hier das Buch von Giorgia Meloni liegen. Da kämpfe ich mich gerade durch. Das ist ihre Autobiografie oder ihr politisches Manifest, das sie vor einigen Monaten veröffentlicht hat. Und da kann man auf die erste, Entschuldigung, da kann man auf die erste Frage eine ganz eindeutige Antwort finden. Giorgia Meloni, also es ist nicht so, dass Giorgia Meloni quasi die Pappfigur von Fratelli d'Italia ist, die sie da in die erste Reihe stellen, weil man kann besser eine faschistische Frau als einen faschistischen Mann wählen. Das ist auch gar kein Fall so. Giorgia Meloni ist eine irre starke Frau, die das selbst aufgebaut hat, aber in ihrer kurzen Autobiografie präsentiert sie sich eben als völlig antifeministisch. Also sie sagt eben, sie hat das alles aus eigener Kraft geschafft. Frauen sind sowieso, arbeiten sowieso härter als Männer und deshalb können sie sich auch mit Männern messen und deshalb braucht es auch keine Frauenquoten. Also Giorgia Meloni tut der Frauensache einen Bärendienst und ist gegen jegliche Art von feministischer Politik, spricht sie sich eindeutig aus. Aber ich glaube, das tut sie aus voller Überzeugung und nicht aus irgendwelchen strategischen Überlegungen, also dass sie besser wählbar wäre, weil sie eine Frau ist. Und die Peppa-Pig-Frage, der Kontext ist ja der, das ist diese, ich glaube, es ist eine englische Fernsehserie, wo dieses die Eltern, die Bäreneltern ein lesbisches Paar sind.
Genau, und natürlich hat Italien größere Probleme als das, aber das sind genau die Themen, wo die Fratelli d'Italia ansetzen können. Das sind genau die Themen, ne? Dieser christliche Unterton, ihr wollt auch unseren Kindern, ihr wollt unsere Kinder indoktrinieren und so. Und über diese weichen Themen können Fratelli d'Italia ihre Kritik an LGBT-Themen eben irre gut transportieren. Und weil das so lächerlich ist, wird es natürlich auch überall aufgegriffen und bekommt dann eine irre große Öffentlichkeit. Bitte. Nur einen Satz dazu. Also wie gesagt, das ist das, was ich höre aus Italien, dass Giorgia Meloni, ich bin genau dieser Meinung, eine wirklich starke Frau ist. Also die hat sich wirklich nach oben geboxt auch. Und sie ist auch eine intelligente Frau, also kein Zweifel. Aber sie ist bei Frauen nicht beliebt. Also ich glaube, die Wählerschaft hat sie nicht bei Frauen, so wie es aussieht. Also Frauen haben echt ein Problem mit dieser Frauenfigur. Ja, und das ist dann auch ein bisschen revolutionär, dass unter Umständen Giorgia Meloni diese Wahl gewinnt und dann damit auch Ministerpräsidentin wird und dass es dann im Zweifelsfall überwiegend die Männer waren, die sie gewählt haben und ihre Partei gewählt haben. Ich habe das auch schon so ein bisschen mitbekommen, also irgendwie kurz an einem Hafen, bevor ich eine Fähre nehmen musste, morgens früh habe ich irgendwie eine Meloni-Werbung gesehen und Fratelli d'Italia pronti für den Wiederaufbau Italiens. Und da habe ich wirklich gesagt, Moment mal, Wiederaufbau Italiens, das macht gerade Draghi und der ist schon fast fertig, da braucht man nichts mehr aufbauen. Und habe eine Diskussion bekommen mit einem Mitarbeiter der Schifffahrtslinie und sowas und er hat gesagt, naja, ihr hattet ja auch die Merkel und so und dann ging es so, das heißt, die Sachen raus. Aber das verdichtet sich tatsächlich, dass die Anhängerschaft tatsächlich von Frau Meloni sehr oft Männer sind, ja. Und unter Umständen haben die dann irgendwie, gerade wegen Frau Meloni, überhaupt kein Problem mehr, die Fratelli d'Italia zu wählen und hätten früher vielleicht eher Forza Italia oder Lega gewählt. Ja? Und wie gesagt, also das war auch ein Punkt, den wir vorhin hatten. Dieser Punkt, dass sie die ganze Zeit in der Opposition war und sauber geblieben ist sozusagen bei der ganzen Sache und trotzdem auch ein bisschen Oppositionsarbeit gemacht hat, ja, ich glaube, das hat jeder schon so in seinem Bewusstsein und das ist ein Erfolgsrezept, glaube ich. Okay. Ja, einer unserer Zuschauer dürfte eine TV-Konfrontation oder eine Berichterstattung zwischen Enrico Letta und Giorgia Meloni gesehen haben. Und er war dann doch überrascht, dass sie sich in einer Analyse doch einig gezeigt haben, mit welchen Problemen Italien es zu tun hat. Ich würde gerne unsere Zuschauer wissen, wo sehen Sie denn die größten Probleme in Italien? Also in dieser TV-Konfrontation wurden halt Themen wie Steuererleichterungen, Energiekosten, Berechnungen und so weiter angesprochen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme in Italien, die eine Regierung angehen müsste, beziehungsweise auch, wie es in der Frage steht, die Mario Draghi vielleicht angegangen wäre? Also ich würde kurz dazu was sagen. Wir haben in Italien jetzt gerade teilweise Werte, dass das Mittelmeer in küstennahe teilweise über 5 Grad über der Durchschnittstemperatur ist. Das heißt, wir laufen auch ein bisschen dazu, dass es dann im September eine Art Medicane-Saison geben wird. Italien hat eine unglaublich schwierige Geografie und Geologie. Also die Frage Umweltschutz ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da wurde auch bei vielen gesagt, Moment, Energiepreise ist jetzt nicht direkt Umweltschutz als zentraler Punkt. Nach der Trockenheit, die ja auch immer noch andauert in Norditalien, das hat auch einen Impact auf die Wirtschaft, auf die Nahrungsmittelproduktion, auf den Wintertourismus und solche Sachen. Das ist ein sehr zentraler Punkt, ja, der
meiner Meinung nach im Wahlkampf überhaupt keine Rolle spielt. Ja, in der Wahlkampf, im Wahlkampf werden so diese üblichen Sachen, auch Immigration, was ja angeblich ein Riesenproblem sein soll, dass sowas muss man, illegale Einwanderung muss man natürlich managen, aber das macht man sicherlich nicht durch eine Seeblockade und das macht man nicht mit Gewalt und man macht das nicht irgendwie, indem man versucht, seine Partner zu erpressen. Das ist eine wichtige Frage. Integration von Ausländern oder von Integration auch von der zweiten Generation, die hier in Italien ist. Das ist genauso ein Problem wie in jedem anderen europäischen Land und es wird meiner Meinung nach von nahezu allen Parteien systematisch ignoriert. Das wird abgewälzt auf irgendwelche karitativen Organisationen oder runtergeschoben. Auf die kommunale Ebene, dass man sagt, okay, schaut mal, was ihr da macht. Das sind wichtige Punkte für die Kohäsion der Gesellschaft. Und dann hat Italien, ich glaube, das größte demografische Problem, was es überhaupt in der Europäischen Union gibt. Wir haben sehr viele Jugendliche, die sogenannte Need sind, die weder in Ausbildung noch in Arbeit noch in Schule oder Fortbildung sind. Das sind zukünftige Sozialversicherungszahler und Steuerzahler, die es aber wahrscheinlich irgendwie nicht so in der Breite schaffen, das zu machen. Und das sind wirklich große, riesengroße Themen, wo vielleicht der Sommer einfach auch wirklich zu warm dafür war, damit diese Ideen artikuliert werden konnten. Und diese Themen tun natürlich wahnsinnig weh den Menschen. Und sie sind alle mit großen Lasten verbunden und deshalb war für die einfach auch wirklich keine Zeit. Und ich glaube tatsächlich wirklich bei vielen Themen im Wahlkampf, ja auch, das betrifft auch Mitte links auf alle Fälle, die sind einfach übelst erwischt worden durch diesen Termin und durch diesen schnellen Wahlkampf in einer Wahlkampfumzeit eigentlich. Okay. Frau Kiers, aus Ihrer Sicht die... Ich mache es kurz. Also die Probleme, die gerade angesprochen worden sind, sind sicherlich alle sehr dringend, vor allem auch das Demografieproblem. Ich glaube, dass die Themen, das war wirklich sehr interessant. Ich habe die Debatte auch gesehen, wo Meloni und Letta gegeneinander angetreten sind oder nebeneinander her diskutiert haben. Ich glaube, die Themen, die dort angesprochen sind, sind wirklich die drängendsten Themen heute. Also die Frage, wie die Italiener ihre Energierechnungen noch bezahlen sollen, den Winter und Frühling über. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Italien hat mit die höchsten Strompreise der gesamten EU. Also das ist wirklich ein irre großes Problem. Die Frage der Steuern auf Arbeit, Cuneo Fiscale, das ist auch ein sehr großes Problem. Und ich sehe das mit den jungen Leuten, die in Arbeit gebracht werden müssen, auch als sehr großes Problem an. Und all das vereint sich natürlich in dem, dass die EU-Gelder unbedingt ordentlich abgerufen und benutzt werden müssen. Also wenn die nicht für die notwendigen Strukturreformen, sowohl für die Infrastruktur als auch für die Reform des Justizapparats und die Modernisierung der Bürokratie genutzt werden, dann sieht es für Italien echt schlecht aus. Frau Schwabeneder? Ja, das Problem bei diesen Problemen ist, dass es eigentlich alles alte Probleme sind. Also das sind keine Probleme, die jetzt entstanden sind, auch nicht in Zeiten von Corona, sondern die Italien wirklich seit vielen Jahren mit sich herschleppt. Die soziale Frage verschärft sich natürlich, hat sich jetzt verschärft, auch durch diesen Krieg. Die Jobsituation ist nach wie vor prekär, vor allen Dingen für junge Menschen, was natürlich eine Katastrophe ist. Nicht nur monetär gesehen, sondern auch psychologisch, wenn ein junger Mensch nicht weiß, sozusagen, wie er seine Zukunft gestalten kann, um auch wirklich unabhängig zu sein, ist das wirklich, wirklich schwierig. Da leiden junge und auch ältere darunter, nämlich auch eben die Familien. Und was aber auch Italien besonders macht jetzt, zum Beispiel im Vergleich zu Österreich, ist schon angeschnitten worden zweimal jetzt, also die demografische Situation. Italien ist ein Land, das abnimmt, also die Bevölkerung nimmt ab. Also seit vielen, vielen, vielen Jahren spricht man immer von 60 Millionen. Es sind eigentlich schon, es inzwischen schon weniger. Also es gibt keine Geburten, heißt das mit anderen Worten. Und da setzt natürlich Fratelli d'Italia
an. Also die wollen sozusagen, Giorgia Meloni will, dass Italiener wieder mehr Kinder bekommen, was ja an sich kein negatives Ansinnen ist. Ne? Man braucht es ja auch für die Zukunft. Und da hat sie interessanterweise auch gar nicht so schlechte Ideen, weil daran krankt es ja auch in Italien. Es gibt zum Beispiel eben fast keine Versorgung der öffentlichen Hand, also keine Krippenplätze oder viel zu wenig Kindergartenplätze und so weiter. Also die Italienerinnen und Italiener stehen wirklich vor der Tatsache, dass sie sagen, ja, wenn wir Kinder bekommen, wer hilft uns dann? Es geht einfach nicht. Ne? Im Gegensatz zu Frankreich, wo man weiß, dass das sehr gut ausgebaut. Und Giorgia Meloni zum Beispiel schreibt extra von den Tagesmüttern, also wirklich mit dem deutschen Wort in ihrem Programm. Also da möchte sie etwas bewegen. Wie gesagt, die Bevölkerung nimmt ab im Sinne von Italiener, bekommen wenig oder eigentlich fast keine Kinder mehr. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das, ist gerade angeschnitten worden, Integration kein echtes Thema. Also es kommen zwar Leute ins Land, aber wirklich integriert werden sie dann doch nicht. Ich will damit gar nicht sagen, dass das deswegen wirklich schlecht funktioniert. Also das ist oft gar nicht meine Meinung. Aber wenn man es jetzt wirklich streng betrachtet, wie es lege artis sein sollte, dann muss ich sagen, Integration oder die Bemühungen um Integration oder auch um Zuzug müssten wirklich ausgebaut werden. Stattdessen, gerade jemand wie Meloni ist eine Scharfmacherin in Sachen Migration, beziehungsweise ihre Wortwahl war ja wirklich katastrophal in den vergangenen Jahren. Sie ist ja auch für eine Seeblockade und alles Mögliche. Also schwierig. Also da muss man, glaube ich, einen völlig neuen Zugang finden. Ich werde abschließend dann jetzt noch zwei Fragen dann zusammenfassen, die in die Zukunft gerichtet sind. Ich möchte jetzt noch eine kurz aufgreifen, nachdem es die Frau Kirst nur angesprochen hat, dass es eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar ist, warum die Regierung Mario Draghi sehr gestürzt wurde. Die Frage kam nämlich sehr oft, muss ich sagen, warum eigentlich, wenn es jetzt im Frühjahr 2023 reguläre Wahlen gegeben hätte, warum jetzt im Herbst 2022? Aber einen Aspekt möchte ich da nur aufgreifen von den Publikumsfragen, weil es ist nämlich einmal gefragt worden in Verbindung mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Es ist in der Frage drinnen ein Vergleich zu Österreich. Ich sage es jetzt für unsere Gäste in Rom und in Palermo. Es wird ein Vergleich gezogen zwischen der ÖVP und der Fünf-Sterne-Bewegung. Die ÖVP hatte bei der letzten Wahl in Österreich national 37%, seit jetzt in Umfragen 20. Es wird der Vergleich hergezogen eben mit dieser vom Satiriker Pepe Grillo gegründeten Bewegung. Bei der letzten Wahl mit 32% gewonnen hat und jetzt 10% hat in Umfragen. Warum stürzt dann so eine Partei eine Regierung, wenn sie in den Umfragen so schlecht dasteht? Das ist noch eine Publikumsfrage, vielleicht können wir die kurz beantworten und dann noch die beiden in die Zukunft gerichteten Fragen dann abschließend nehmen. Warum stürzt sie die Regierung? Warum stürzt sie die Regierung? Ach so. Stürzt, weil ich denke, es ist ja nachvollziehbar, warum Salvini und Berlusconi getan haben, aber Ich glaube, das ist es nicht nachvollziehbar, was Fünf Sterne betrifft. Ja, meiner Ansicht nach ist es auch zum großen Teil politisches Unvermögen. Also man muss sagen, dass die Fünf Sterne einmal, die waren auf dem absteigenden Ast, es ging immer weiter runter. Also lieber schnell ein bisschen Terror in der Regierung machen, als noch warten, bis man noch mehr Zustimmung verliert. Und ich glaube, es war politisches Unvermögen. Also ich glaube, der Regierungssturz ist wirklich so passiert, dass die Fünf Sterne eigentlich nur, also die wollten Koalition machen, während sie an der Regierung waren. Die wollten Oppositionsarbeit machen, weil alle natürlich gesehen haben, wie die Fratelli d'Italia immer weiter gewachsen sind, während sie in der Opposition waren. Deshalb wollten die Fünf Sterne sagen, okay, wir stützen Draghi weiter, aber wir enthalten uns hier ab und zu mal bei wichtigen Enthaltungen, um unseren Wählern zu kommunizieren, dass wir eben nicht mit allem einverstanden sind. Draghi hat das nicht mitgemacht. Deshalb, Draghi ist in diesem Gespräch auch schon als Politiker bezeichnet worden. Man muss sich fragen, wie sehr er wirklich Politiker war. Aber an dem Punkt hat er eben gesagt, das mache ich nicht mit, weil er genau gemerkt hat, die Parteien fangen jetzt den Wahlkampf an, im Hinblick eben auf die Wahlen, die dann ein halbes Jahr oder 5 Monate später angestanden hätten. Oder ja, 8 Monate, genau. Und darum haben die Fünf Sterne eben mit dem Feuer gespielt. Dann hat Mario Draghi gesagt, jetzt entweder hopp oder top. Und dann haben Forza Italia und Lega eben die Gelegenheit gegriffen und haben gesagt, ja gut, dann hopp. Und haben die Regierung stürzen lassen. Und damit haben die Fünf Sterne sich letztendlich selbst ins Knie geschossen, weil es so für den normalen Wähler eben auch überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen war, wer jetzt eigentlich die Regierung gestürzt hat. Also sie können letztendlich auch niemanden richtig dafür bestrafen, weil alle so ein bisschen und niemand so richtig beteiligt war.
Ja, also ich würde dann auch kurz noch dazu ergänzen, die haben die Notleine gerissen und das Interessante in dem ganzen Aspekt ist ja, dass eigentlich derjenige, der gar nicht irgendwie beim Movimento Cinque Stelle war, Giuseppe Conte, ganz wesentlich war, weil er sich, glaube ich, auch Sorgen um seine eigene politische Zukunft gemacht hat. Und da muss man natürlich sagen, das ist in Italien ganz besonders ausgeprägt. Wenn die eigene politische Zukunft zur Diskussion steht, dann macht man, glaube ich, nahezu alles im Zweifelsfall, um zu überleben. Okay. Also ich denke auch, man hat sich verschätzt. Also in der Fünf-Sterne-Bewegung, weil sie wollen ja keine Partei sein, hat man gesehen, dass die Fälle davon schwimmen und konnte doch einen relativ guten Bonus noch in der Bevölkerung hatte. Und ich glaube, den wollte man irgendwie nicht verspielen und wollte sozusagen irgendwie Schicksal spielen und hat sich ja also wirklich auf die schiefe Ebene begeben. Und weil Sie zuerst gefragt haben, ja, warum haben die so einen hohen Zuspruch erhalten also an den Wahlurnen, aber dann sozusagen also diesen rapiden Fall miterleben müssen. Also für mich, die Fünf Sterne waren ein enormes Sammelbecken. Also da gab es eigentlich ganz wenig Verbindendes in letzter Konsequenz. Also ich kenne viele Leute, die diese Bewegung gewählt haben. Ich kenne auch etliche Leute, die sozusagen Teil dieser Bewegung waren, die dann wieder ausgeschert sind, weil sie einfach keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und was dann in letzter Konsequenz aber, glaube ich, sehr enttäuschend war, mit der Fünf-Sterne-Bewegung waren ganz große Hoffnungen in Italien verbunden. Vor allen Dingen junge Leute, Leute, die eben, weil das war ja auch das Schlagwort, systemfremd sich gefühlt haben, die waren dann extrem enttäuscht und waren in letzter Konsequenz auch wieder heimatlos. Also eines ist halt immer von außen irgendwie, also sogar auch außerparlamentarisch, irgendwie wieder den Stachel zu löken. Und was anderes ist es dann halt wirklich in den Mühen der Tagespolitik zu sein. Und ja, da haben sie sich offensichtlich sehr, sehr schwer getan. Gut, und dann möchte ich im Hinblick auf die Zeit abschließend zwei Publikumsfragen auch zusammenfassen, die einen Ausblick eben auch geben sollen. Und das ist, glaube ich, abschließend auch sehr sinnvoll. Auf der einen Seite eine Publikumsfrage, ob, Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, ob eben dieses Rechtsbündnis ja in sich eigentlich sowohl politisch unterschiedlicher Meinung ist, aber auch persönlich durchaus Differenzen bestehen, dass eigentlich diese neue Regierung dann auch nicht auf eine längere Amtszeit kommt als diese 400 Tage, die eine Regierung in Italien ja in etwa im Amt ist. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, welche Ableitungen geben sich dann daraus, auch vielleicht für andere europäische Länder, also wie Italien da auch im Ausland in Europa strahlen könnte, nämlich Regierungsverantwortung auf der einen Seite von Rechtspopulisten oder auf der anderen Seite dann wieder von einem Fachmann wie eben Mario Draghi. Also wie sehen Sie da die Entwicklung? Wie lang bleibt die neue Regierung, beziehungsweise Beispiel für andere europäische Länder? Vielleicht darf ich was sagen, weil ich am Anfang ja schon so eingeleitet habe, dass ich der Meinung bin, dass die Regierung vielleicht gar nicht so lange halten könnte, falls sie in dieser Konstellation auch zustande kommt. Und auch, ich habe mit etlichen Freunden auch darüber gesprochen und die haben unabhängig voneinander auch immer von einem Jahr gesprochen. Das ist knapp mehr als diese berühmten 400 Tage, weil die Unterschiede natürlich tatsächlich wirklich sehr groß sind. Aber wie gesagt, es ist noch Zeit, ein bisschen Zeit ist noch, also bis zum 25. Man muss das abwarten. Aber ich erinnere nur zum Beispiel auch bei der letzten Wahl an die Differenzen zwischen Berlusconi und Salvini. Also Silvio Berlusconi hat überhaupt nicht gutiert und hat nur sehr, sehr schwer einen Rückzieher gemacht, als er verstanden hat, dass Matteo Salvini mehr Stimmen bekommt als er. Das war für ihn irrsinnig schwer, denn er fühlt sich als der Grand Seigneur dieses Bündnisses und als der eigentliche Chef dieses Bündnisses. Das gilt natürlich jetzt überhaupt nicht mehr, aber die Frage ist, wie leicht oder wie schwer er sich zum Beispiel tun wird mit Giorgia Meloni, aber auch Matteo Salvini. Matteo Salvini ist auch ein Alpha-Tier und ob er da so einfach zur Seite tritt und Giorgia Meloni dann machen lässt, also
lasse ich mal dahingestellt. Vielen Dank, Frau Kirst. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, es ist ein interessantes Experiment zu sehen, was angenommen die Wahlergebnisse, die Umfrageergebnisse bestätigen sich und das Rechtsbündnis bekommt vielleicht sogar über 50 oder sogar 60% der Sitze im Parlament. Das ist das, was Umfragen aktuell sagen. Das wäre ein interessantes Experiment, weil sie damit auf einmal vielleicht mehr Macht hätten, auch Dinge zu entscheiden und Dinge umzusetzen. Aber praktisch kommt natürlich eben die italienische Politik ihnen selbst in den Weg. Also die Parteianführer haben alle sehr große Egos. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig sein wird für Giorgia Meloni, sich gegen Berlusconi und gegen Salvini durchzusetzen, sollte Salvini nicht nach der Wahl sogar vielleicht auch abgesetzt werden. Also ich denke auch, dass die Regierung auf jeden Fall Gefahr läuft, nicht länger als ein Jahr oder ein Jahr und ein bisschen zu halten und dass danach es zu einer anderen Koalition kommt oder sogar direkt eine neue Expertenregierung einberufen wird. Und mit der Strahlkraft in andere europäische Länder, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer mit Vorhersagen. Ich weiß nicht genau, ob man aus einem Sieg von Giorgia Meloni jetzt schließen kann, dass als nächstes das Rassemblement National in Frankreich an die Macht kommt. Ich glaube, das ist schwierig, auch wenn Italien häufig das Experimentierlabor der europäischen Politik gewesen ist. Aber aktuell finde ich es schwierig, da Vorhersagen zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann noch andere Stimmen zu. Herr Marun, bitte. Ja, ich weiß auch nicht, gerade zum Beispiel die deutsche Öffentlichkeit sieht jetzt Italien nicht so zwingend als das große Vorbild für Effizienz, Austerität und solche Dinge, sondern ist manchmal immer wieder richtig erschrocken über das und fragt, wenn sie interessiert ist, wie kann man sowas bloß nur erklären? Also, und ich glaube, das ist interessant und deshalb ist es eigentlich jetzt auch wirklich sehr spannend von der Wahl selber her, von der Regierungsbildung irgendwie selber her und wie die sich dann geben und wie auch tatsächlich dann die Gewichtungen in dieser Dreierkoalition sind mit diesen drei unterschiedlichen Typen. Man wirft ja auch immer irgendwie einen Blick auf die Ampelkoalition in Berlin. Wer ist da jetzt der Große? Und wenn man sich auch überlegt, wie knapp die Ampelkoalition in Berlin das gewonnen hat, wo die SPD sich heute befindet, ist natürlich auch in dieser Wahl und dann auch in der Folge sehr viel Dynamik drin. Und ich muss sagen, also ich bin wirklich viel zu feige, irgendwie nur die Idee einer Prognose abzugeben. Nee, ich werde da sitzen und schauen und staunen und irgendwie beobachten. Und dann sehen wir mal, es ist ja nicht mein persönliches Schicksal, hoffentlich. Naja, zum Teil schon auch, aber man muss das auch irgendwie ein bisschen, bisschen apolitisch sehen, wie es auch die Italiener, glaube ich, eigentlich sehen, die genau wissen, das bringt uns nicht um, das macht uns nicht tot, sondern seit dem Römischen Reich gibt es eine Kontinuitätslinie in Italien und die geht immer weiter, auch wenn die immer weiter runtergeht. Der Boden ist lange noch nicht erreicht, da ist noch sehr viel Spiel drin. Gut, dann nehme ich das jetzt als Schlusswort für die Beantwortung unserer Publikumsfragen. Darf mich ganz herzlich bei Virginia Kirst, bei Roman Marun und bei Mathilde Schwabeneder für ihre Impulse bedanken. Ich hoffe, dass wir jetzt beantworten konnten, ob Italien eben ein politisches Labor ist. Ich hoffe, wir konnten auch neue Gruppierungen, alte Allianzen, Wahlprogramme und die mögliche Stabilität in dem Land ein wenig näher bringen und vielleicht auch ein paar Sorgen beantworten, wie denn das Verhältnis eben dieser möglichen rechten Koalition unter Führung eben einer postfaschistischen Partei zu Europa aussehen könnte. Gleichsam bedanke ich mich auch bei den Mitarbeiterinnen im BSA-Büro, die unser ehrenamtliches Engagement administrativ unterstützen und auch im Hintergrund für die digitalen Formate eben die Regie machen und dies vorbereiten. Und ich würde unseren Gästen natürlich noch die Gelegenheit abschließend geben für einen Appell, für ein Schlusswort, wenn Sie dieses gerne noch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne richten wollen oder Ihnen noch etwas gerne mitgeben möchten, einen Appell, wenn das gewünscht ist. Frau Kirst.
einen Appell. Also ich glaube, das, was ich aktuell meinen Lesern versuche mitzuteilen, ist so ein bisschen in die Sorge zu nehmen, dass jetzt hier in Rom ab dem 26. September schwarze Fahnen wehen. Also ich glaube nicht, dass ganz Italien jetzt auf einmal bewusst absichtlich eine faschistische Partei wählt, sondern ich glaube, wir haben jetzt ganz gut dargelegt, wie das eben aus den unterschiedlichen Umständen entsteht. Und also keine Sorge, nicht ganz Italien ist jetzt postfaschistisch oder gar neofaschistisch. Vielen Dank, Herr Marun. Ja, also dem schließe ich mich auf alle Fälle an. Und für die Leute, die damit zu tun haben, die es beobachten, die es versuchen auch manchmal zu interpretieren und natürlich die, die es dann kommunizieren müssen auch, ist die ganze Sache eine große Herausforderung, aber ich glaube auch, auch ein großes Abenteuer. Vielen herzlichen Dank, Frau Schwabeneder. Darf ich Ihnen das Schlusswort geben? Ja, ich kann nur sagen, was mir persönlich in meiner Tätigkeit als Korrespondentin auch immer wichtig war, wir sollten Italien jenseits aller Klischees betrachten. Also gerade mit Blick auf Italien wird oft sehr viel mit Vorurteilen gearbeitet. Und da bitte ich doch sehr darum, also dass man die zur Seite schiebt und etwas genauer hinsieht. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann darf ich mich nochmal bei Ihnen dreien herzlich bedanken und ich schließe unser gutes Gespräch einfach mit zwei Gedanken. Nachdem es um den Postfaschismus gegangen ist, möchte ich gerne etwas von Hannah Arendt zitieren. Sie hat nämlich geschrieben, man kann sagen, dass der Faschismus der alten Kunst zu lügen gewissermaßen eine neue Variante hinzugefügt hat. Die teuflischste Variante, die man sich denken kann, nämlich das Wahrlügen. Und zum Zweiten, um eben auch ein bisschen die Ängste zu nehmen, ist noch ein Gedanke von Seneca, der geschrieben hat, kein Übel ist so schlimm wie die Angst davor. In diesem Sinne hoffen wir vielleicht auf einen doch etwas erfreulicheren Ausgang der Wahl in Italien. Es sind ja noch knapp 2 Wochen bis dahin zu den doch vielleicht wichtigsten Tagen in der Geschichte dieses Landes und darf auf die nächsten Veranstaltungsangebote hybrid, digital oder in Präsenz hinweisen. Danke nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für das Interesse, vor allem natürlich unseren Gästen für die Teilnahme. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus Wien und Italien. Bis zum Vielen nächsten Dank. Mal. Vielen Dank. Danke. Wiederschauen. Idealism prevails. Make the world a better place.